Herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch wieder mal ein Rezept aus unserer beliebten Kochbuchreihe Lieblingsrezepte mitgebracht. Und zwar ist es aus Band 3. Ich teste für euch heute den Kartoffelsalat Faule Weiber. Ich habe den Titel nicht ausgesucht. Das hieß schon so, bevor ich das... Nicht meine Idee. Ich würde es anders nennen. Aber es ist wirklich ein Kartoffelsalat, wie er einfacher nicht sein könnte. Als ich mir das Rezept durchgelesen habe, dachte ich, naja, das ist vielleicht eher einfach nur ein Basisrezept. Und ich glaube, genau so ist es auch gedacht. Es ist quasi die Grundlage für einen Kartoffelsalat, so wie ihr ihn dann nachher entsprechend anrichten wollt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt an mit dem Kartoffelsalat Faule Weiber. Selten dämlicher Titel. Nun ja. Was wir brauchen ist 1 Kilo festkochende Kartoffeln. Die habe ich schon gewaschen und geschält, also erst geschält, dann gewaschen und anschließend in dünne Scheiben geschnitten. Das Ganze habe ich jetzt hier schon mal in den Siebeinsatz hineingefüllt. Aber wir beginnen zuerst mit einer Zwiebel, die wir im Mixtopf auf Stufe 5 für 5 Sekunden zerkleinern. So, dann schauen wir mal, ob sich nicht zu viel oben im Kessel festgesetzt hat. Machen das nach unten und dünsten jetzt die Zwiebeln an mit Öl. Und zwar habe ich da 30 Gramm Pflanzenöl geholt, also kein Olivenöl. Ne? Bitte kein Olivenöl nehmen, das schmeckt nicht wirklich gut. Es gibt extra Olivenöl zum Braten, aber bei Kartoffelsalat, naja. Wir dünsten das Ganze an, 2,5 Minuten etwa in Varoma-Stufe auf Stufe 1 bis 2. 1 reicht eigentlich. So, die Zwiebeln sind fertig angedünstet. Als nächstes kommen 500 Milliliter, ein halber Liter, 5 Deziliter, Zentiliter. Wasser. Ich habe das nie so mit den ganzen Volumen und Grammzahlen. Ich komme da immer, muss dann echt überlegen, 5 Zentiliter, 5 Deziliter, ich weiß es nicht. Umrechnen, ganz furchtbar. Also, ein halber Liter Wasser kommt rein. Und dann, da ist die Maßeinheit klar, ein Esslöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Ein guter Esslöffel. Ihr könnt natürlich auch Instant Gemüsebrühe nehmen, ja, aber unser selbstgemachter Grundstock ist natürlich viel leckerer und gesünder. Ja. Etwas Salz und Pfeffer noch dazu. Und unsere Kartoffeln kommen jetzt im Siebeinsatz hier kommen rein. Und das Ganze wird jetzt 25 Minuten in der Varoma-Stufe gedünstet oder gekocht. Ja. Das ist jetzt ziemlich voll hier, merke ich, aber ich drücke den Deckel einfach rein. Also 25 Minuten Varoma. Braucht er nur Stufe 1 einzustellen, weil wird ja nichts zerkleinert oder so. Ist ja jetzt nur zum Kochen. So, unsere 25 Minuten Kochzeit sind vorbei und wir nehmen jetzt die Kartoffelscheiben hier aus dem Thermomix heraus. Ich sehe gerade, ich habe den Gareinsatz falsch rum reingemacht. Bisschen abtropfen lassen und füllen das Ganze hier in eine Schüssel um. Das muss jetzt gleich noch etwas abkühlen, aber wir machen jetzt das Dressing dazu und zwar gleich mit dem Rest vom Garsud. Wir werden jetzt den Garsud ein bisschen mit Muskatnuss würzen, aber dann sollte man das Ganze abkühlen lassen, bevor man die Essig- und Ölmischung, die ich hier schon vorbereitet habe, das sind jeweils 2 bis 3 Esslöffel Öl und 2 bis 3 Esslöffel Essig, bis wir die dazu machen. Also zuerst ein bisschen Muskat würzen und abkühlen lassen. Voilà. Dann warten wir mal, bis es ordentlich abgekühlt ist. So, ich habe jetzt etwa 10 Minuten abkühlen lassen und ich denke auch, das reicht.
Mache jetzt nochmal die Essig-Öl-Mischung dazu, von der ich eben schon gesagt habe, ne? Also so 2 bis 3 Esslöffel jeweils Essig und Öl. Das kommt einfach in diesen Garsud hinein und wird dann nochmal 10 Sekunden auf Stufe 2 miteinander vermischt. Könnte man eigentlich auch fast rühren. Ne? 10 Sekunden Stufe 2. Palim palim. Denke ich jedes Mal, wenn das so klingelt. Das ist jetzt also unser Dressing und wir gießen das jetzt über die Kartoffeln. Jetzt sind die Kartoffeln natürlich noch nicht ganz abgekühlt. Deswegen solltet ihr mit dem Mischen auch warten, bis die Kartoffeln abgekühlt sind. Am besten draußen hinstellen, wenn es kühler ist, oder vielleicht sogar über Nacht im Kühlschrank, damit das Dressing richtig ziehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass man dieses Dressing, das ist jetzt so dieses Grunddressing, auch vielleicht mit ein bisschen Curry oder Senf noch ein bisschen aufpeppen kann. Wie gesagt, das ist das Grundrezept, so wie es in unserem Lieblingsrezeptebuch steht. Außerdem ist das ja jetzt nur Kartoffel und Soße. Also vielleicht kann man noch ein paar Gürkchen reinschnippeln, so Gewürzgürkchen oder Spargelabschnitte oder was auch immer, wenn man was zu Hause hat. Also ich denke, da kann man viel noch dazu machen, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Ich würde das vielleicht als Kartoffelsalatbasis nehmen. Ja? Speckwürfelchen rein, irgendwas. Also dass man das Ganze noch so ein bisschen ja, reichhaltiger gestaltet. Und dann passt das mit Sicherheit auch sehr gut zu Würstchen. Ja? Weihnachten, ja? Würstchen und Kartoffelsalat gab es bei uns früher immer. Also fast schon ein Weihnachtsgericht, wenn man so möchte. Oder ein Heiligabendgericht. Ich lasse das jetzt mal noch ein bisschen abkühlen. Misch das mal durch, guck mal, wie lange das dauert und dann sehen wir mal, wie es schmeckt. So, unser Kartoffelsalat ist jetzt einigermaßen durchgekühlt und ich mische den jetzt auch mal vorsichtig hier, vermische den mit dem Dressing. Ihr seht, die Kartoffelscheiben, die kleben jetzt noch ein bisschen aneinander. Das kann man komplett natürlich nicht verhindern, aber es wird auf jeden Fall besser, wenn man die Kartoffeln vorher mit kaltem Wasser ordentlich abwäscht. Das haben wir zwar getan, aber anscheinend nicht ordentlich genug. Gekühlt ist es und ich probiere das jetzt auch mal, wie das schmeckt. Also es riecht schon mal sehr gut. Die Soße riecht wirklich gut und es sieht auch gut aus. Und es schmeckt auch sehr gut. Also ich würde das hier jetzt echt noch ein bisschen aufpeppen, so mit Gewürzgurken vielleicht und etwas Senf. Speckwürfelchen könnte ich mir natürlich auch sehr gut vorstellen. Zwiebeln sind ja schon dran. Vielleicht könnte man sogar ein bisschen von unserer Knoblauchpaste dran machen, unser Knoblauchgrundstock. Den haben wir nämlich auch kürzlich gemacht und wie gesagt, ich sehe das jetzt als Kartoffelsalatbasis, ja? Als Bausatz quasi, als Grundstock für den Kartoffelsalatbausatz. Genau. Macht da mal was draus. Also ich finde es wirklich gut und es ist ja jetzt echt auch relativ schnell gemacht im Thermomix, auch mit dem Dressing dazu. Kann man absolut nicht meckern. Absolut einfach. Erbsen passen auch rein. Ja, so Dosenerbsen oder sowas. Ja, das passt auch. Also mir kommen jetzt 1000 Ideen, aber ich lasse das jetzt erstmal so. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und vergesst natürlich nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Gerne natürlich auch abonnieren den Kanal, denn hier testen wir für euch live und absolut ungeschönt die besten Rezepte aus dem Wunderkessel-Forum. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Guten Appetit. Ciao.